Das Wochenende ist vorbei und Svea und Leon treffen sich im Schulbus. Hallo Leon, wie war dein Wochenende? Fragt Svea. Naja, es war nicht viel los, das Übliche halt. Und bei dir? Ich war auf einer Wochenendfreizeit. Das volle Programm mit Klettersteig, Lagerfeuer, Themenrunden und einfach eine richtig gute Gemeinschaft. In den Sommerferien fahre ich dann mit auf die Kanutour. Den genauen Inhalt und Ablauf kenne ich zwar noch nicht, aber meine Eltern haben schon gesagt, dass ich gern wieder mitfahren kann. Mario meldet sich von hinten. Hey Svea, bei unserem Probenwochenende von Tenzing gab es die Flyer für die Kanutour schon. Ich habe noch ein paar dabei. Du kannst gerne einen haben. Leon ist verwirrt und fragt, Tenzing? Was ist das denn? Tenzing stammt aus Norwegen und heißt Teenager singen. Wir treffen uns jede Woche und organisieren eine Musikshow ein. Dabei gibt es neben Chor verschiedene Workshops wie Chorleitung, Band, Tanz, Theater oder Stomp. Komm doch im Sommer mal zur Premiere. Und Mario, singst du dieses Jahr ein Solo? Fragt Svea. Ja, dieses Jahr ist es soweit. Und das Beste, ich kann das Solo bei der Church Night schon einmal üben. Jetzt ist Leon komplett verwirrt. Das ging mir zu schnell. Tenzing, Church Night, Klettern und Solo im Kanu. Wo macht ihr das denn alles? Bei der evangelischen Jugend Greiz. Leon, komm doch mal mit zur Church Night. Da triffst du eine Menge Leute aus den verschiedensten Gruppen aus dem Kirchenkreis, sagt Svea. Dieses Jahr gibt's wieder Abseilen vom Kirchturm im Dunkeln. Und danach kannst du dich in der Luther Lounge entspannen. Leon drückt auf den Stoppknopf des Busses und sagt, ich bin dabei.